Was geht? Willkommen bei Clean and Right. Heute mit ein bisschen besserem Ton. Letztes Mal haben wir es ein bisschen verkackt. Ich war wieder beim Lidl. Und zwar haben wir uns so gekauft von Parkside ein Universal Markerset. Jetzt probieren wir mal, ob man das auch für den Lack nehmen kann. Wenn ihr ein Kundenauto habt und habt da ein Dälsche, kleine Kratzer, dann könnte man, also mein Gedankengang, könnte man das markieren, dass man später nicht mehr suchen muss, weil ihr wisst selber, mit Licht und so ist immer ein bisschen schwierig. Ja, probieren wir es an. Okay, wir brauchen ein Auto. Also, fangen wir an. Holen wir uns kurz das Rollwägelchen vom Parkside. So. Mal herpacken wir es mal auseinander. Also, gekauft habe ich das so eingepackt. Machen wir es mal auf. Wir haben einmal einen Stift und einmal Ersatzpatrone. So. Da ist so ein Wachsstift drin. Wenn der dreht, geht er raus. Wenn er zurückdreht, geht er wieder rein. Dann haben wir einmal in weiß und einmal in so einem rotbraun. Eigentlich ideal für ein helles Auto. Das versuchen wir dann mal rauszumachen. Packungsbeilage, Bedienungsanleitung. Okay, dann müssen wir ganz rausdrehen. Und dann kann man die wechseln. So. Da rein. Und zurück. Also ganz easy. So, dann probieren wir mal mein Vorhaben in dem Auto. Da haben wir ja schon ein schöner Kratzer mit Beule. Das markieren wir jetzt mal. So. Hier ist noch ein Kratzer. Hier ist noch ein Kratzer. Hier fehlt Lack. Also ihr wisst schon, was ich meine. Dass man das halt markieren kann und das schönes Licht habt, dann habt ihr das später im Polierer einfacher und ihr seid das Auto auch komplett mit dem Kunde durchgegangen. Also so ist mein Gedankengang. Ja. Was wir jetzt probieren ist, ob man es auch wieder auf den Lack runterkriegt. Wenn man es nämlich nicht runterkriegt, ist es so verarscht. Ne? Also, ich will was zum Sauber machen. Nehmen wir uns einfach eine Lappe. Nehmen wir einen Entfetter. Das hat jeder von euch daheim. So, das haben wir hier. Seht ihr das ja? Zack. Also wunderbare Sache. Ihr habt es hier, wie gesagt, in einem Rotbraun für helle Autos. Weiß, können wir auch mal probieren, ob man das sieht auf dem hellen Auto. Nee, sieht man das. Also ganz leicht nur. Also rot für helle Autos und das weiß für dunkle Autos. Gekostet hat es, ich glaube, ich weiß nicht genau, ich glaube 3,99 oder 5,99. Ich versuche euch irgendwo einen Link zu suchen im Internet. Haut den drunter. Ja, das war's fürs Video von heute. Das war so ein kurzer Tipp von mir, wie man sich jeweils aufbereiter einfacher machen kann. Gerade wenn man mit dem Kunden verhandelt und zusammen Delle sucht und Kratzer sucht. Und ja, das war's. Also haut rein. Schönen Sonntag. Ciao. Oh, Moment. Ja, ist ja gut. Aber mit dem roten Kreis nicht, oder was? Ja, wo ist die Grenze? Siehst du, geht doch schön weg. Kannst jetzt bald als Neuwagen verkaufen.